Jetzt sind wir wieder angekommen bei einer Firma, die ich persönlich faszinierend finde, Seek Thermal. Wenn ich an Wärmebildkamera denke, dann denke ich an irgendeinen großen Koffer oder einen Dreiviertel-Kleinwagen. Wir haben schon gelernt, dass das viel, viel kleiner geht. Was sich aber dahinter verbirgt und was da heutzutage möglich ist, darüber spreche ich jetzt mit Vincent Fassbinder von der Firma Seek Thermal. Vincent, guten Tag erstmal. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute vorbeikommen durfte. Vincent, wir müssen heute über Reveal Pro Series sprechen. Das sind so kleine handliche Geräte, die blenden wir auch ein, während wir reden. Aber bauen wir es mal von unten auf. Wärmebildkamera, was ist das, was kann die? Also Wärmebildkameras gibt es jetzt seit 30, 40 Jahren in der Industrie. Ursprünglich kommen die vom US-Militär. Und eine Wärmebildkamera hilft dir, Wärmesignaturen zu lesen. Anwendungsbeispiele wären zum Beispiel House Energy Efficiency, besonders hier in Deutschland, Energieeffizienz, Elektriker, Mechaniker. Das heißt, ganz allgemein gesprochen zeigt die mir sozusagen die Wärmequelle, die Intensität an, aber auch in Zahlen ausgedrückt. Genau, auch in Zahlen ausgedrückt. Einfach Dinge, die du mit deinem bloßen Auge nicht erkennen kannst, sind auf einmal sichtbar für dich. Und dadurch machst du deinen Job besser, du kannst Dinge sehen und Dinge reparieren, die du vorher testen musstest. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine kunststoffverarbeitende Maschine nehme als ein Beispiel, da läuft irgendwo heißer Kunststoff durch, dann halte ich wirklich mit dem Gerät von außen drauf. Ich klemme da kein Kabel dran und kann sowas sehen. Ganz genau. Du musst nicht mehr rumtesten. Es ist super schnell. Du hältst einfach unsere Kamera einmal davor. Du siehst direkt die Temperatur in Zahlen ausgedrückt und auch das Bild dahinter an sich. Du kannst direkt sagen, ob das in Ordnung ist, ob der Prozess gut abläuft, ob irgendwas falsch geht. Ich kann diese Bilder auch abspeichern. Du kannst die Bilder abspeichern, auf deinen Laptop ziehen, mit deinen Kollegen teilen. Können wir mal über ein paar technische Daten gehen? Also ich weiß gar nicht, das muss man, glaube ich, dem Zuschauer ein bisschen näher bringen. Wie wird das berechnet? Also Sensibilität, Pixel, was ist das alles? Ja, super Frage erstmal. Also wir waren hier vor einem Jahr, da habt ihr auch über uns berichtet und da haben wir unsere Einsteigermodelle vorgestellt. Die hatten ungefähr 23.000 Pixel und was wir hier heute euch zeigen, das hat fast 80.000 Pixel. Damit kann man das vergleichen mit einem HD-Fernseher zu einem 4K, 4000 Bild. Und die Sensibilität haben wir verdoppelt. Das heißt, dass man jetzt kleinste Energiemengen sehen kann, kleinste Wärmequellen sehen kann. Wir können zum Beispiel unsere Hand kurz an diese Wand legen und die Hand wegziehen. Und wir würden immer noch den Handabdruck Minuten danach sehen. Was mich auch fasziniert hat, ist die Anwendung, das ist ja auch hier auf der Messe ein großes Thema, Smart Home. Ich kann also so einen Energieflow irgendwo sehen, oben an der Decke. Wie weit geht denn diese Kamera? Ich meine, ich kann das zwar vor den Körper halten, klar, aber geht es auch weiter weg? Oh ja, man kann ab bis 200 Meter kannst du Hitze wahrnehmen. Das heißt, Smart Home nehmen wir jetzt mal. Du kannst innen drin den Energieverlust sehen, das ist ja alles näher. Aber du könntest auch draußen das anbringen und du könntest Sicherheit damit auch erzeugen. Eindringlinge in dein Haus reinkommen, diese Kamera wird direkt die Wärmesignatur wahrnehmen und dein Alarmsystem könnte man damit zusammenbringen, das Koppeln. Dann von der Anwendung her, ich nehme mal an, das ist batteriebetrieben, da sitzt irgendwie ein Akku drin oder wie funktioniert das genau? Genau, wir haben einen High-End-Lithium-Akku da drin, 5 Jahre Garantie darauf und Sie brauchen die Batterie nicht auswechseln, einfach einstecken, ganz normal über ein USB-Kabel und aufladen und dann haben Sie bis zu 5 Stunden Vergnügen damit. Ich habe schon gehört, das Produkt ist inzwischen erhältlich. Ab wann ist es erhältlich? Kann ich es jetzt schon erwerben? Also das neue Produkt, was wir jetzt heute vorstellen, Reveal Pro, die wird ungefähr in einem Monat erhältlich sein. Wir wollten nur schon mal dem deutschen, europäischen Publikum die Zeit geben, sich mit dem Gedanken anzufreunden und schon mal Aufregung aufzubringen. Ein letztes Wort verlieren wir noch drüber. Wir haben jetzt über diese Pro Series gesprochen, aber interessanterweise, es gibt auch tatsächlich ein Modul, was ich schlicht und ergreifend an mein Smartphone anbringe. Genau, das ist die Compact Pro. Das ist eine ganz kleine Kamera und die können Sie in Ihr iPhone oder in Ihr Android-Phone reinstecken. Und gleiche Auflösung und da haben Sie noch den Vorteil, dass Sie direkt Fotos und Videos machen können und die auch mit Kollegen teilen, Beweissicherung zum Beispiel und ja. Also man muss ja im Grunde genommen sagen, das ist so ein bisschen hier, ich will nicht sagen Disruption, weil Sie haben zu Recht gesagt, es gab schon immer Wärmebildkameras, aber irgendwo ist es schon eine Revolution, die großen Koffer gehören eigentlich der Vergangenheit an. Ja, da haben Sie total recht, es ist eigentlich eine Revolution, weil wenn wir mal diese Auflösung, die wir jetzt hier heute vorstellen, vergleichen mit der Konkurrenz, da reden wir von mehreren tausend Euro, die Sie da hinlegen müssen und riesige Koffer, wie Sie ja schon gesagt haben, die da angebracht werden, um die Kamera zu transportieren. Und wir revolutionieren die Industrie, weil wir wollen diese Technologie zu jedem Menschen bringen. Wir wollen, dass die Menschen, die den größten Nutzen davon haben, dass sie es auch bezahlen können.
nicht jeder kann für seinen Job mal eben 5.000 für eine Kamera hinlegen. Aber wenn wir jetzt von 600, 700 Euro reden, das kann man wohl sehr wohl machen. Wie angekündigt, haben wir jetzt die besondere Ehre, mit dem Chief Marketing Officer, Frau Tracy Benson aus Santa Barbara, Kalifornien, zu uns zugereist zu sprechen. Ich will einfach noch mal hinterfragen, wie man zu solchen Produkten kommt. Welcome, thanks for being here, Tracy. Thank you, it's nice to see you again. Tracy, I discussed with your colleague a lot of technical issues and stuff like that, but let me go a step backwards. How can one get the idea to invent products like this? How does it start it within the company? What have been their idea? We make this product, we sell it later on, or we just do it for fun? Give me some insight if you can do this for me. Absolutely, that's a great question. Thermal imaging started many, many decades ago, mostly coming from military applications, surveillance, security, weapons. And over the years, our founders, Dr. Bill Parrish and Tim Fitzgibbons, have been innovating and engineering thermal imaging back from 40 years ago, since 1975, 76, working on thermal imaging, making that disruption in the industry from military to industrial to handheld, and bringing that cost and the sensor down so that finally we can make it available to everybody, not just a few, because of price. If you are able and if it's okay to tell us a little bit about it, where can this end? I mean, what are further developments? I mean, as far as I know, the American companies, I mean, once they introduce one product to the market, they have already the next one, maybe the next one after the next one. So let me dig where into that going? Issue a little bit. Yeah, so we would say we're just getting started. After 40 years of thermal imaging experience, we're now just seeing the world open up. So we see the future in automated vehicles, unmanned drones. We see it hopefully someday. You'll see our sensors in every phone and you won't have to have a separate attachment. So we see the world of possibility of factories, a machine and robots, anything that uses energy. We provide a solution and a tool to help you see where the energy is working and where it's not. And so you're going to see a lot from Seek Thermal. We're a story of ambition and innovation, and we hope to continue for another 100 years. That sounds perfect. I hope so too. Thank you very much, Tracy. It was nice talking to you. Thank you, and thanks for being with us. Ich glaube, jetzt brauche ich eine Pause, aber immerhin kann ja jeder schauen, was für ein heißer Typ ich bin, wenn er die Seek Thermal Produkte benutzt. Mein Kameramann ist das sowieso, aber der schwitzt einfach wegen seinem Licht. Ich gehe zum nächsten Spann. Bis später. Tschüsschen.